Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Dienstag, der 25. April 2017 und unser heutiges Thema lautet Wandlungsfähigkeit statt Kränkung und Verbitterung. Wie gehen wir mit Umbrüchen, mit Veränderungen um? Referentin ist Dr. Bärbel Wadetzki. Hermann Hesse hat in seinem berühmten Stufengedicht die wunderbaren Worte geschrieben: Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Schöne Worte, die oft zitiert werden, doch ich denke, es ist ein hohes Ideal. Im Alltag erleben wir viel häufiger das Gegenteil, nämlich das Klammern an das Bestehende, das Sträuben gegen Veränderungen und Neubeginne. Denn Veränderungen, Umbrüche, Neubeginne sind immer mit einem Abschied verbunden. Und Abschied erleben wir meistens als Verlust. Wir müssen etwas loslassen, was uns bisher als sicher erschien, zum Beispiel die Gesundheit, wenn wir schwer erkranken, die Arbeitsstelle, wenn wir gekündigt werden, die Kinder, wenn sie groß werden, den Partner oder die Partnerin, wenn er oder sie stirbt oder uns verlässt. Bei all diesen Veränderungen und Umbrüchen können und wollen wir gar nicht sehen, dass dem Neuen, das nun kommt, ein Zauber innewohnen soll, sondern wir sagen dann schnell einmal, das Leben ist nicht fair und wir hadern mit dem Schicksal, driften ab in Verbitterung und Frust. Das Thema Wandlungsfähigkeit ist aber nicht nur auf der persönlichen, auf der individuellen Ebene von Bedeutung, sondern es hat auch auf der gesellschaftlichen, auf der politischen Ebene eine enorme Brisanz, denke ich mir, gerade in unserer Zeit. Denn die Abstiegsangst, die Angst, etwas zu verlieren, die Angst, zu kurz zu kommen, in Verbindung mit dem Neid auf andere, die vermeintlich mehr bekommen, das wird von politischen Parteien immer wieder gezielt geschürt und manipulativ eingesetzt, nicht im Dienste der Bevölkerung, sondern wirklich nur zum eigenen Machtgewinn. Deshalb bin ich froh, dass Bärbel Wadetzki dieses Thema Wandlungsfähigkeit statt Kränkung und Verbitterung und Frust aufgegriffen hat und uns jetzt erläutern wird, näher bringen wird. Dr. Bärbel Wadetzki ist Diplompsychologin. Sie arbeitet als Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach in München. Bärbel Wadetzki ist die Kränkungsspezialistin im deutschen Sprachraum. Ihre Bücher sind in 10 Sprachen übersetzt und in vielen Auflagen erschienen. Erwähnen möchte ich nur die Klassiker Ohrfeige für die Seele, Nimm's bitte nicht persönlich, Mich kränkt so schnell keiner und das Buch Weiblicher Narzissmus. Nicht nur ihre Bücher sind gefragt, auch ihre Vorträge. Bärbel Wadetzki war 2-mal hier bei uns zu Gast in der Reihe Wissen fürs Leben. Und ich habe heute nachgeschaut, das Video ihres ersten Vortrags, Der gelassene Umgang mit Kränkungen, wurde bisher über 117.000 Mal aufgerufen. Und das Video des zweiten Vortrags, Der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln, wurde bisher über 83.000 Mal aufgerufen. Liebe Frau Dr. Wadetzki, ich bin sehr dankbar, dass Sie diesen Termin schon lange für uns reserviert haben. Die mühsame Anfahrt heute besonders, Stau auf der Autobahn, Stau in Feldkirch auf sich genommen haben. Wir sind froh, dass Sie jetzt wohlbehalten hier sind. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Ich finde es toll, dass so viele Menschen gekommen sind zum Thema Wandlung. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was uns alle betrifft.
Auch wenn wir, wie der Herr Köb sagte, uns gegen Veränderung sträuben, wir können uns noch so viel sträuben, sie finden dennoch statt. Und zwar permanent. Unser Körper verändert sich regelmäßig. Wir merken das manchmal gar nicht. In bestimmten Altersstufen merken wir es besonders, dass wir sagen, oh ja, da hat sich sehr was verändert. Wir sind permanent mit Veränderung konfrontiert, dadurch, dass das Leben immer weiter voranschreitet. Und da gibt es diesen wunderschönen Satz, das einzig Beständige ist der Wandel. Das sagte Heraklit 500 vor Christus. Also es ist kein neues Thema, mit dem wir uns beschäftigen, sondern es ist ein uraltes Thema. Ich fand diesen Satz eine Zeit lang ganz schrecklich, weil ich gedacht habe, will ich gar nicht. Immer Wandel, Wandel, Wandel. Ich will es doch mal so haben, wie es jetzt so ist. Gerade wenn es schön ist, soll es doch bitte so bleiben. Aber wie die Dinge nun mal kommen, war auch ich gezwungen, mich mit Veränderung auseinanderzusetzen und merke immer wieder in meinem Leben, dass es Situationen gibt, die nicht von mir gesteuert sind, sondern von außen kommen und mein Leben ziemlich auf den Kopf stellen zum Teil. Und das sind natürlich die besonders kritischen Situationen, wo wir sagen, nein, danke. Also wenn wir uns selber entscheiden, etwas anders zu tun, wir kündigen den Job, weil wir sagen, es funktioniert nicht mehr, oder wir ziehen um, weil die Wohnung zu klein oder zu groß wird, dann haben wir noch sozusagen die ganze Situation in unserer Hand und in unserer Kontrolle und können es steuern. Aber wenn die Dinge von außen kommen und wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf haben, auf das, was passiert, dann wird es sehr, sehr schwierig, weil wir dann sehr große Angst bekommen, weil unser sicheres Feld wegbricht. Wir erleben es immer wieder, der Franz hat es schon erwähnt, Situationen, wo wir krank werden, wo wir auf einmal konfrontiert sind mit etwas, wo wir sagen, nein, das will ich so nicht. Ich will schön so weiterleben. Oder aber wir sind 65 und müssen unseren Job aufgeben, weil wir nicht länger arbeiten dürfen. Das kann sehr schmerzhaft sein. Oder aber die Kinder gehen aus dem Haus und wir müssen uns einstellen darauf, dass das Haus zu groß wird und dass die Lebendigkeit aus dem Haus geht. Das sind so Sachen, wo wir oftmals sehr, sehr gekränkt reagieren nach dem Motto, wieso muss mir das passieren? Ja, wir haben so das Gefühl, das Schicksal wendet sich gegen uns und wir nehmen das Ganze persönlich. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir dann nicht weiterkommen. Und deshalb ist Wandlungsfähigkeit so wichtig zu lernen, damit wir flexibler auf das reagieren können, was uns das Leben bietet. Wandlungsfähigkeit ist eigentlich etwas, was man schon sehr früh lernen sollte, aber was wir oftmals nicht wirklich lernen, einfach weil auch unsere Eltern sich dagegen sträuben. Ich hatte gerade vor 2 Tagen eine Klientin da, die wuchs in ihrer Familie auf und da durfte sich nichts verändern. Es sollte immer alles so bleiben, wie es ist. Das hatte natürlich zur Folge, dass sie als Tochter nicht erwachsen werden durfte. Und die wurde schon eingeschult und konnte ganz banale, lebenspraktische Dinge nicht, wie Schuhe zu binden. Weil die Mutter sozusagen es immer für sie getan hat und weil sie das Gefühl hatte, es soll sich daran nichts ändern, musste die Tochter einfach auch eine kleine Tochter bleiben. Nichtsdestotrotz ist sie groß geworden und wir können uns gar nicht davor schützen, dass wir uns mit diesen Veränderungen auseinandersetzen müssen. Das heißt, nichts bleibt so, wie es ist. Und stellen Sie sich mal vor, es wäre anders. Es würde alles gleich bleiben. Wäre auch nicht toll. Es würde sich nichts verbessern. Es würde sich nichts entwickeln können. Es würde vielleicht furchtbar langweilig werden. Und dann würden wir vielleicht irgendwas machen, dass mal wieder ein bisschen Wind reinkommt und eine Veränderung passiert. Das heißt, eine Veränderung ist nicht unbedingt was Schlimmes, sondern die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und die Tendenz, im Alten bleiben zu wollen, hat eben ganz viel mit Angst zu tun.
mit der Angst, was kommt denn jetzt? Auch wenn es uns schlecht geht, bleiben wir oftmals lieber in der Situation, wie sie ist, statt zu sagen, ich möchte was verändern. In der Klinik hatten wir dafür den Begriff des gemütlichen Elends. Es ist zwar Elend, aber wir haben uns eingerichtet in diesem Elend. Und wir wissen, was da passiert. Wir haben ein Handlungsmuster. Wir können voraussehen, was auf uns zukommt, was das Leben bietet. Und das scheint manchmal sehr viel attraktiver zu sein, als die Angst und die Unsicherheit auszuhalten, um etwas Neues zu beginnen. Und das ist natürlich fatal, weil wir dann sozusagen nie in die Lust und in die Freude kommen, sondern im Elend bleiben, einfach weil es da warm und bekannt ist. Wir sind im Moment natürlich auch gesellschaftlich gefordert, uns zu verändern. Angefangen mit der Finanzkrise. Wir haben heute eine Situation, wo wir keine Zinsen mehr kriegen, sondern wo wir zumindest in Deutschland manchmal Gefahr laufen, Geld zahlen zu müssen, wenn wir Geld auf der Bank haben. Ist völlig absurd. Ja? Also etwas ganz Neues, eine ganz neue Situation. Wir haben die vielen Asylanten, die bei uns anklopfen, weil sie Hilfe suchen, weil sie vor Krieg, vor Entsetzen fliehen, wo wir zum Teil auch überfordert sind, damit umzugehen. Also die Grenzen werden geschlossen überall und man versucht, sich abzuschotten. Aber es ist auch eine Situation, da kommen wir nicht aus. Diese Menschen kommen dennoch zu uns und von daher müssen wir uns auch da einstellen. Ich sage aber nachher noch ein bisschen was dazu. Es ist also daher die Frage, wie können wir mit Veränderungssituationen so umgehen, dass wir sie nicht als Kränkung erleben, also nicht gegen uns gerichtet erleben im Sinne von, warum muss mir das passieren, dass wir nicht daran verzagen oder dass wir eben verbittern und in einer depressiven Opferposition landen, sondern dass wir versuchen, das Schlimme an der Situation in was Positives zu wandeln, also in diese, wie hieß es, der Hesse, was hat er gesagt, der Zauber, ne? Den Zauber zu erkennen in der Situation, dass wir an dem Wandel wachsen und dass wir auch noch möglicherweise einen Sinn des Ganzen erkennen, dass der Wandel einen Sinn hat. Und ich habe so eine Situation erlebt vor ungefähr, weiß nicht mehr genau, ich glaube 35 Jahren. Da war ich mit dem Studium fertig und ich suchte eine Stelle. Und ich hatte ein hübsches Apartment in Schwabing, lebte dort, hatte meine Freunde dort. Und um die Ecke herum war eine Beratungsstelle und die hatten eine Stelle frei. Da habe ich gedacht, wow, das ist es, das will ich. Da kurzer Arbeitsweg. Wollte ja sowieso in einer Beratungsstelle arbeiten, bewerbe mich dort und war eigentlich auch immer gewöhnt, dass ich genommen werde, weil so hatte sich das meistens ergeben während des Studiums. Und siehe da, ich wurde nicht genommen. Das war eine schwere Kränkung für mich. Erstens war es eine persönliche Kränkung im Sinne von, die wollen mich nicht, ich bin nicht gut genug. Und das zweite war, mein Traum zerplatzte. Das war mein Traum. Ich hätte mich nicht bewegen müssen. Ja? Es hätte alles so weitergehen können, wie es bisher war. So, nun stand ich da mit meinem zerplatzten Traum. Und was dann passierte, war, naja, Wunder wäre ein bisschen zu viel, aber das Leben hat mir eine ganz andere Alternative gezeigt. Ich habe etwas getan, was ich nie tun wollte. Ich bin nämlich wegen einer Stelle in einer Klinik von München weggegangen. Ich habe immer gesagt, das tue ich nicht. Ich habe es getan. Und es war der beste Ort, wo ich hätte landen können. Es war ein wunderbarer Arbeitsplatz. Ich habe tolle Menschen dort kennengelernt, mit denen ich heute noch verbunden bin. Es sind sehr, sehr tiefe Freundschaften entstanden. Und ich habe ganz viel dort entwickeln können von dem, wovon ich heute noch zehre und was ich heute sozusagen noch weiter ausbilden kann. Zum Beispiel Vorträge halten. Da hatte mein Chef gesagt, Bärbel, es ist an der Zeit, du musst einen Vortrag halten. Da habe ich gesagt, du spinnst, das mache ich nie. Doch, sagte er, das tust du. Ja, und deshalb stehe ich heute hier. Also, es war
Es war toll. Und dann kommt noch was dazu. Die Frau, die mich damals abgelehnt hat, die war natürlich meine Erzfeindin. Ne? Viele, viele Jahre lang, bis ich ihr eines Tages begegnete. Dachte mir, ach du Schreck, jetzt begegnest du der auch noch. Dann sage ich zu meiner Kollegin, was mache ich denn jetzt? Sagst du, ja, mit ihr reden. Aha, dachte ich mir, na gut. Dann sprachen wir miteinander und da sagte sie nur zu mir, weißt du, Bärbel, dir hätte nichts Besseres passieren können, als in Grönenbach in der Klinik zu landen. Sagt sie, du wärst in der Beratungsstelle, wärst du untergegangen. Das wäre nichts für dich gewesen. So hat das Leben mir was gezeigt. Ich wollte nach rechts und das Leben hat gesagt, es geht nach links. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, wie sinnvoll das war und wie wertvoll und wie bereichernd das war, weil ich hätte links nicht gesucht. Welche Kräfte da am Werk sind, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es hat mir als Erfahrung ganz viel Vertrauen gegeben darin, dass ich sage, wenn wieder eine Situation kommt, die für mich fast unlösbar erscheint, es wird einen Sinn haben. Auch wenn ich ihn nicht gleich erkenne, aber oftmals in der Rückschau. Und ich vermute mal, dass hier viele Menschen sitzen, denen das auch so gegangen ist. Dass man irgendwann schaut und sagt, oh ja, das war damals ganz schwierig. Aber es hatte einen Sinn, es hat einen Prozess in Gang gebracht, der ohne dieses Ereignis nicht passiert wäre. Und Vertrauen, glaube ich, ist ganz wichtig im um Wandlungsfähigkeit zu entwickeln, statt Angst zu haben, dass alles zusammenbricht, das Vertrauen zu haben in sich selber, es schaffen zu können und auch das Vertrauen ins Leben, dass das schon irgendwie gut werden wird. Das reicht natürlich nicht, Vertrauen alleine reicht nicht, aber es ist sozusagen die Basis, auf der wir handlungsfähig werden und uns nach dem Neuen orientieren. Wenn wir nicht uns wandeln, dann verbleiben wir in dem, was wir Kränkung nennen. Weil das ist die erste Reaktion auf Dinge, die passieren und die uns in unserem Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Wenn wir kritisiert werden, dann reagieren wir mit einem Selbstwerteinbruch und sagen, oh, boah, gar nicht gut. Ja? Das heißt, eine Kränkungsreaktion ist etwas ganz normal Menschliches. Sie fühlt sich nur sehr schlecht an. Also ich bin sicher, jeder, huch, doch, stimmt, das hatten wir aber schon. Na, das ist jetzt anders. Wenn wir gekränkt sind, dann reagieren wir in der Regel mit bestimmten Kränkungsgefühlen und die sind eine Mischung aus Hilflosigkeit, Ohnmacht, Wut, Verzweiflung. Wir sind sozusagen trotzig gegen das, was uns passiert und wir fühlen uns in der Regel selber stark entwertet und minderwertig. Das heißt, wenn unser Leben gut läuft und es passiert genau das, ein Traum zerbricht, dann ist es etwas, wo wir sagen, nein, das erschüttert mein Gleichgewicht innen. Und wenn wir gekränkt sind, dann erleben wir es auch noch als gegen uns gerichtet und in der Form, ich bin nicht gut genug oder irgendetwas stimmt mit mir nicht. Wir haben das Gefühl, dass wir diesen Veränderungen hilflos ausgeliefert sind und das stimmt zum Teil natürlich auch, weil wir in Veränderungssituationen unser Handwerkszeug nicht mehr haben. Was tue ich denn, wenn mein Traum zerplatzt? Dann habe ich erstmal nichts mehr in der Hand und muss mir ein neues Handwerkszeug machen, um die Situation zu lösen. Das heißt, diese Kränkungsgefühle, die bringen uns letztendlich nicht weiter, sondern die halten uns in dem Schmerz, die halten uns in der Verzweiflung und diese Kränkungsgefühle halten uns auch in einer negativen Art und Weise da zu sein. Und wichtig ist ja, dass wir da wieder rauskommen. Kränkung, habe ich gesagt, ist ganz normal menschlich, nur wir müssen nicht drin bleiben. Wir können anders auf die Situation gucken und können sagen, aha, da passiert etwas, aber ich muss es nicht persönlich nehmen,
sondern ich nehme es als ein Ereignis, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und wir müssen es tun, weil wir sind mit Sachen konfrontiert, um die wir nicht herumkommen. Und dann müssen wir uns sozusagen damit auseinandersetzen. Wenn wir gekränkt sind, haben wir meistens zwei unterschiedliche Formen von Reaktionsweisen. Und das sieht man im Moment auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Entweder gehen wir in die depressive Reaktionsweise, wir setzen uns in die Ecke, lecken unsere Wunden, fühlen uns ganz ohnmächtig und minderwertig, als Opfer sozusagen, oder aber wir gehen in die Wut, die zum Hass wird. Und wenn man mal guckt, was im Moment passiert, bezogen auf Flüchtlinge, dann passiert genau das. Die einen, die gehen sozusagen verschmelzen mit den armen Opfern und zerfließen in Selbstmitleid, oder aber die anderen sagen, raus, wir wollen diese Menschen nicht haben. Also wir polarisieren, wenn wir gekränkt sind, in zwei ganz unterschiedliche Reaktionsweisen. Und beide haben natürlich eine gewisse Berechtigung. Ja? Auf der einen Seite das große Mitgefühl und auf der anderen Seite auch der Ärger, ja? Was da alles passiert. Nur in der Kränkungsreaktion sind wir nicht bereit, beides uns anzugucken, sondern wir sind es entweder so oder so. Und aus der Wut entsteht der Hass. Der Hass, der wirklich dann zerstören will und wir sehen es überall im Moment auf der Welt, der auch letztendlich im Krieg enden kann, im schlimmsten Fall. Und wir sozusagen die Integration nicht mehr schaffen. Ja? Wir schaffen nicht zu sagen, ja, es ist bemitleidenswert und es ist auch etwas, was uns beängstigt oder auch wütend macht, sondern wir polarisieren und das machen Kränkungen. Und deshalb kommen wir nicht weiter, weil wir verharren in einer von den Extrempositionen. Und am Ende jeder Kränkung steht immer der Beziehungsabbruch. Mit den Leuten, die mir sowas antun, will ich nichts mehr zu tun haben. Oder mit dem Leben, was mir sowas antut, will ich auch nichts mehr zu tun haben. Oder wenn ich an Gott glaube und sage, der hat das verbockt, will ich auch nichts mehr zu tun haben. Das heißt, wir trennen uns von den anderen und auch ein Teil von uns selber ab. Und wir leiden länger, als es letztendlich nötig wird. Und vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel mit einem Menschen einen Konflikt haben, dann werden wir aus dem Kränkungsgefühl heraus diesen Konflikt nicht lösen können. Es geht nicht, weil wir dann anfangen, den anderen zu bekämpfen. Und wenn wir anfangen zu kämpfen, dann wird der andere uns auch bekämpfen und dann haben wir eine Eskalation. Und wir werden den Konflikt nicht lösen dadurch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, wieder sozusagen einen Kontakt zu uns zu bekommen, weil wenn wir gekränkt sind, dann wissen wir nicht mehr, was wir brauchen. Wir wissen nicht mehr, wie wir das, was wir brauchen, wirklich kriegen können und wir haben kein Handlungsmuster. Also, wenn ich damals in der Situation gekränkt geblieben wäre, dann hätte ich geschimpft auf diese Beratungsstelle, die haben mir mein ganzes Leben zerstört und ich wäre entweder, hätte ich mich depressiv in die Ecke gesetzt, hätte überhaupt nicht überlegt, was könnte ich denn jetzt anderes tun, sondern wäre sozusagen in dieser Wutmischung aus Depression und Wut verhangen und hätte vielleicht eine Weile gar nichts gemacht. Und Wandlungsfähigkeit heißt, sich wieder sich selber zuzuwenden und zu sagen, was will ich denn eigentlich? Was ist denn mein Ziel? Hier hat das Leben mir eine Tür geboten, ich komme nicht weiter. Was gibt es denn für Alternativen? Was könnte ich mir überlegen? Also Kreativität ist auch angesagt. Und dann daraufhin Handlungsschritte zu entwerfen, wie komme ich dahin, was ich brauche? Zum Beispiel die Zeitung aufzumachen und zu sagen, ich lese jetzt mal Annoncen und gucke mal, was es überhaupt für Jobs gibt und werde danach dann entscheiden, welchen ich nehme. Warum Veränderungen uns so schwer fallen, hat drei ganz wesentliche Gründe. Das erste ist, dass Veränderungen letztendlich immer uns mit etwas in uns selber konfrontieren, und zwar mit dem, was ich wunden Punkt nenne. Das ist auch das, was bei Kränkungen immer angeregt wird. Das ist eine
Wunde, die nicht verheilt ist und die durch die jetzige Veränderung aktiviert wird. Das kann sein, eben wenn ich, was weiß ich, verlassen werde, dann ist es nicht nur der Schmerz, jetzt verlassen zu werden, sondern es rührt auch sehr häufig an alte Schmerzen, an alte Verlassenheitssituationen. Deshalb ist es oftmals so, dass wir sagen, nein, ich will die Veränderung überhaupt nicht wahrnehmen, weil dann muss ich auch meine eigenen Gefühle wahrnehmen. Ich muss mich mit meinen alten Verletzungen und Schmerzen konfrontieren. Und genau das versuchen wir zu vermeiden. Ist auch eine sehr kluge Strategie, weil wir ja auch überleben müssen. Nur auf Dauer wird es nicht gut gehen. Wir müssen uns letztendlich konfrontieren und müssen den Schmerz, die Verzweiflung oder auch die Angst letztendlich aushalten und überwinden. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, dass wir selber ein Mitgefühl mit uns bekommen und unsere seelische Reaktion akzeptieren. Denn wir gehen mit Veränderungen anders um als andere Menschen. Und die können natürlich sagen, ach na ja, hab dich doch nicht so, ist doch alles nicht so schlimm. Für uns mag es aber sehr schlimm und existenziell sein. Und wichtig ist, dass wir das auch für uns akzeptieren und sagen, ja, ich brauche mehr Schutz, ich brauche mehr Sicherheit, dass wir uns Hilfe holen, um diese Schritte gehen zu können. Das heißt, dass wir aus dem Hass rausgehen und in die Beziehung, dass wir uns Menschen suchen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die uns unterstützen und die uns helfen, den nächsten Schritt zu machen. Das ist das Erste. Veränderungen rütteln aber auch an unserem Wertesystem. Also zum Beispiel in Deutschland ist es ein ganz großes Problem, die Kürzungen im Gesundheitswesen, wo viele Menschen, die dort arbeiten, gar nicht mehr die Werte vertreten können in ihrer Arbeit, die ihnen wichtig sind. Weil es geht nur noch auf Effektivität und auf Profit und nicht mehr sozusagen, wenn jemand sagt, ich möchte mich um die Menschen kümmern, die mir anvertraut sind, das geht dann gar nicht mehr. Das heißt, vieles, was an Veränderungen kommt, berührt ganz stark das, was uns bisher als Wert wichtig war. Das sieht man zum Beispiel auch in den Konflikten zwischen Alt und Jung. Die Jungen haben andere Werte, die haben andere Vorstellungen, die haben andere Ideen als die alte Generation. Und schon gibt es einen Konflikt, aber das hat mit Veränderung zu tun. Ich bin in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen als die Menschen, die jetzt 20 sind. Ich habe natürlich ganz andere Vorstellungen entwickelt und ein ganz anderes System von Grundannahmen, wie Leben zu sein hat, wie man miteinander umgeht. Bestimmte gesellschaftliche Umgangsformen, die mir zum Beispiel sehr wichtig sind, die heute manchen Menschen überhaupt nicht mehr wichtig sind. Ja? Das ist die Veränderung, die zum Teil sehr schwer ist. Für mich ist es manchmal sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Ich denke mir, meine Güte, ne? So wie halt immer die alten Leute sagen, mein Gott. Aber das hat was damit zu tun, dass ich anders auf die Welt gucke als die anderen. Und das heißt aber auch, dass ich nicht stehen bleibe und verteufle, was jetzt kommt, sondern dass ich mich auseinandersetze damit. Also zum Beispiel diese ganze Facebook- und Digitalisierungskiste. Ja, da kann ich natürlich mich hinstellen, kann sagen, es ist ja alles ein Schmarren und was die da machen und die 1000 Selfies und so. Ja, kann ich also abwerten und sagen, alles blöd. Das haben wir in einem Seminar mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, was würde eigentlich passieren, wenn ich es nicht abwerte, sondern wenn ich es als ein Fakt nehme und sage, so ist die Welt jetzt. Und da ist was ganz Wichtiges passiert. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, auweia, auweia. Ich habe Angst gekriegt und mir gedacht, hoffentlich kriege ich den Anschluss noch. Ich bin eigentlich in einem Alter, wo es mich gar nicht mehr so interessiert. Aber ich denke, vielleicht müsste es mich doch interessieren. Und diese ganzen Themen kamen plötzlich in mir hoch, in dem Moment, wo ich nicht das andere verteufelt habe, sondern es zu mir genommen habe und gesagt, jetzt gucke ich doch mal, was diese Veränderung in mir auslöst. Und das ist ja gesellschaftlich genauso. Was lösen die Asylanten, die Flüchtlinge in uns aus? Was macht das mit mir persönlich? Das hat ja eine Wirkung. Wir können es natürlich abschieben, können sagen, ach, da kümmern sich andere drum. Und dennoch geht es an uns nicht vorbei. Ja?
Das heißt, die Wandlungsfähigkeit beginnt wirklich bei uns. Die beginnt nicht darin, dass ich sage, das darf nicht passieren, sondern dass ich sage, es passiert, auch wenn es mir gar nicht passt. Und was macht es mit mir? Was löst es in mir aus? Und da können wir ansetzen, aus diesem Schwarz-Weiß, aus dem Dafür und Dagegen rauszukommen. Das Dritte, was uns so schwer macht, Veränderungen anzugehen, also das Erste war, dass sie unsere wunden Punkte berühren, das Zweite, dass sie unser Wertesystem kippen und das Dritte ist, dass Veränderungen oftmals uns an unsere alten Traumata bringen. Traumata sind noch was anderes als wunde Punkte. Traumata sind wirklich Situationen, wo wir uns überwältigt fühlen und bei Veränderungen sind es vor allen Dingen die Traumata, die mit Schutzlosigkeit zusammenhängen und mit Ausgeliefertsein. Und wir sind natürlich in unserem Leben, wenn wir aufwachsen, irgendwann in einer gewissen Form ausgeliefert und auch in einer gewissen Form schutzlos. Und wenn das ein übersteigertes Maß annimmt, gerade für Kinder, für Säuglinge oder auch für die Kinder in Kriegsgebieten, dann hat das natürlich eine traumatische Wirkung. Und dann kann es sein, dass die Veränderung uns wieder in Kontakt bringt mit diesem Gefühl des Ausgeliefertseins, des keinen Einfluss haben und das wird als Bedrohung erlebt. Und Bedrohung ist etwas, was uns sehr schwächt und was unglaublich viel Angst macht. Und deshalb sagen wir, lieber blende ich das Ganze aus. Ich tue so, als wenn die Veränderung nicht passiert. Ich rede sie mir schön oder ich ignoriere sie, um nicht diese Gefühle spüren zu müssen. Ist auch wiederum sehr menschlich, sehr gut nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz sind die Traumata da und die Gefühle auch da. Und unsere Aufgabe ist dann zu schauen, wie kann man diesen inneren Bereich wieder befrieden. Ich habe es vorhin schon angesprochen, jede Veränderung bedeutet einen Konflikt. Einen Konflikt mit mir und Menschen oder mit mir und der Gesellschaft oder mit mir und meiner Umgebung. Und Konflikt heißt, dass zwei verschiedene Wünsche, Vorstellungen und Interessen aufeinanderstoßen. Und wir haben, sobald wir uns in Kontakt mit Menschen begeben, werden wir immer in Konflikt geraten, weil ich was anderes will als sie. Und dann, was machen wir? Wir setzen uns zusammen und wir versuchen, einen Kompromiss zu finden oder vielleicht sogar einen Konsens. Jeder muss was hergeben und es gibt eine Schnittmenge und in dieser Schnittmenge können wir uns dann einigen. Wenn aber der Konflikt nicht gelöst wird, dann kann es sein, dass er eskaliert und dass er in Gewalt umschlägt. Dass wir anfangen, den anderen zu bedrohen, dass wir anfangen, den anderen anzugreifen aufgrund seines Andersseins. Eben mit den Flüchtlingen ist es so, sie werden angegriffen, weil sie da sind. Statt dass man sagt, was ist denn unser Konflikt? Und der Konflikt ist in der Regel der, dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas hergeben. Uns wird etwas weggenommen. Da kommen Leute und nehmen uns den Raum, die nehmen uns die Arbeitsplätze. Was hat einer mal gesagt in so einer Bürgerversammlung? Die kommen und nehmen uns die Frauen. Naja, habe ich gedacht, das ist ja nun schon sehr absurd. Aber das ist die Angst, ja, dass uns was weggenommen wird, dass wir etwas nicht mehr kriegen. Und dann fangen wir an, nicht diesen Konflikt zu lösen, dass wir sagen, wir wollen unseres behalten und auch euch was geben, sondern dann fangen wir an zu kämpfen. Und Konflikte können eskalieren. Und zwar so stark eskalieren, dass am Ende wirklich sehr, sehr viele Menschen verletzt sind und ganz viel Gewalt in der Welt ist. Und das ist eben das, was Konkurrenz, Rivalität und Neid sind ganz wichtige Themen bei Veränderung. Wenn zum Beispiel der Nachbar ein größeres Auto hat, dann kommt der Neid. Oder der Kollege wird befördert und ich nicht. Da verändert sich etwas. Ja? Das produziert Neid, Konflikte. Und die müssen wir sozusagen auch wiederum zu uns nehmen.
Ja? Neid heißt ja, ich hätte gerne das, was der andere hat, aber ich kriege es nicht. Und da muss ich gucken, was fehlt mir eigentlich, dass ich dem anderen etwas neide. Dann sind wir wieder bei uns. Es ist gar nicht so witzig, gell, dass wir immer wieder bei uns landen, aber es ist nun mal so. Und es ist auch viel einfacher, dass wir bei uns landen, weil bei uns können wir was verändern. Im Außen können wir in der Regel nichts verändern. Wir können die anderen Menschen nicht verändern, wir können die Situation, naja, nur ansatzweise verändern. Und wir können aber das, was in uns passiert, das können wir verändern. Und was bezogen auf Konkurrenz und Neid jetzt zum Beispiel auch gesellschaftlich passiert ist, dass zum Beispiel in Deutschland dann heißt, ja, wir bauen auch Wohnungen für die Deutschen. Also so nach dem Motto, wir müssen ja das Volk beruhigen. Also sagen wir, wir bauen nicht nur Asylantenheime, sondern auch Wohnungen, bezahlbaren Wohnraum für die Deutschen. Und unser bezahlbarer Wohnraum ist wirklich sehr knapp. Aber es ist schon interessant, dass es so immer wieder in den Fokus gehoben wird und immer wieder betont werden muss, nur um sozusagen die Neiddebatte nicht zu sehr aufkommen zu lassen. Wandlungsfähigkeit bedeutet, das Leben gibt dir Zitronen, mach Limonade draus. Das ist der Buchtitel von Stefan Kulle. Das ist ein junger Mann, der einen Unfall hatte und querschnittsgelähmt wurde. Und der hat dieses Buch geschrieben aus seiner Situation. Und das ist natürlich eine ganz extreme Umbruchssituation, auf einmal sich nicht mehr so bewegen zu können wie vorher. Und ich finde diesen Satz einfach toll. Weil, wenn wir eine Zitrone kriegen, dann sagen wir ja erstmal, ist ja so sauer. So, das ist, was das Leben uns bietet. Da sagen wir, oh nee, 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 das wollen wir gar nicht. Das ist ja viel zu sauer. Aber wir haben nun mal die Zitrone. Die nimmt uns keiner weg. Und jetzt ist unsere Kreativität gefragt. Was kann ich mit einer Zitrone machen? Ich kann reinbeißen und es eklig finden. Ich kann sie aufschneiden, auspressen, Zucker und Wasser dazu. Ich kann eine Limonade draus machen. Ich kann mit ihr Fußball spielen. Ich kann einen Zitronenfisch kochen. Ich kann viele Dinge tun. Und das, glaube ich, ist was ganz Wesentliches, dass wir die Zitrone nicht verändern können, aber wir können den Umgang mit der Zitrone verändern, indem wir kreativ werden. Und sagen, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich aus dieser schwierigen Situation für mich das Allerbeste raushole? Und eine schöne Zitronenlimonade, gegen die ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Natürlich ist es nicht immer einfach, das ist mir klar. Und trotzdem ist es sehr viel spannender, diese Kreativität in sich zu entwickeln und zu sagen, hier ist was ganz, ganz schwierig. Und jetzt gucke ich doch mal, wie kriege ich das hin? Sehr viel besser als sagen, so eine blöde Zitrone. Weil sie ist da. Wir können sie nicht wegmachen. Wenn wir die Zitrone vom Leben kriegen, dann haben wir sie. Und dann muss ich gucken, was mache ich mit dieser Zitrone? Das heißt, eine andere Sicht auf das Problem zu kriegen. Das verändert nicht die Zitrone, aber das verändert das Problem. Und diese Wandlungsfähigkeit, die, und das ist jetzt das entscheidende Bild, diese Wandlungsfähigkeit wird immer wieder in Modellen von Wandel dargestellt. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle. Das ist jetzt ein Wandlungsmodell von einem Herrn Tom Cullen. Es ist leider nicht sehr scharf, sehe ich gerade, aber ich erkläre Ihnen, was wir da drauf sehen. Das Ganze beginnt mit einem Typen, der da pfeifend durch die Gegend geht. Haben wir irgendwie so einen Stock oder sowas? Nee, gell? Ach, dann nehme ich das hier, wo ich mal deuten kann. So, und hier, da plötzlich, der läuft die Straße lang und plötzlich bricht der Boden ein. Super, dankeschön. Plötzlich bricht der Boden ein. Hier, der rechnet mit nichts Schlimmem.
und auf einmal macht so, und dann steht er da, so, weiß überhaupt nicht, was passiert. Und die erste Reaktion ist Widerstand, Resistance steht da. Ne? Der kann gar nicht anders als runterfallen, weil wenn der Boden unter einem einbricht, muss man fallen. So, und was macht er? Er versucht, sich zu halten, zu klammern. Ja? Und er sagt, nee, das geht so nicht, ich darf da nicht runterfallen, das kann einfach so nicht gehen. Ja? So. Und er stürzt trotzdem. Aber er guckt noch sozusagen in die Richtung und wäre am liebsten wieder da oben. Und er fällt weiter. Und die zweite Phase ist das sogenannte Chaos. Also die erste Phase ist sozusagen die Negierung des Ganzen. Wir wehren es ab, wir sagen, nein, das passiert überhaupt nicht. Und wieso muss mir das passieren? Ich will das nicht. Und die zweite Phase, die Chaosphase, da beginnen dann die ganzen Gefühle. Also da ist das Tal der Tränen, da ist die Verzweiflung, da kommen die ganzen Ängste, die Hoffnungslosigkeit. Da geht es also in uns schwer ab. Ja? Da passiert all das, das Emotionale, was eine Veränderung mit sich bringt, was einen Umbruch mit sich bringt. Und immer noch hält er sich fest und meint, durchs Festhalten könnte er noch etwas verändern. Geht aber nicht. Er fällt weiter. So, und jetzt haben wir hier unten eine Situation, die in dem Modell nicht benannt ist, die ich aber für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt halte. Das ist nämlich der sogenannte Tiefpunkt. Das ist das Stirb und Werde, dieses Osterprinzip. Es muss etwas sterben, damit was Neues entstehen kann. Ich muss was hergeben, damit etwas anderes auftauchen kann. Hesse hat es beschrieben. Es geht nicht anders. Ich musste meinen Traum hergeben, damit ich eine andere Lebenssituation finden kann und die sich entwickeln darf. Und dieses Stirb und Werde, es ist ganz spannend, was nämlich hier passiert. Er guckt hier noch nach oben, aber hier schaut er schon in die andere Richtung. Das heißt, ohne diesen Tiefpunkt, ohne dieses, ich bin es leid zu leiden, ich will nicht mehr leiden. Ich will etwas tun, damit ich aus dem Leid rauskomme. Das führt dazu, dass er schon mal in die andere Richtung guckt, in die, wo was Neues entstehen kann. Und er stolpert zwar immer noch, aber dieser Tiefpunkt, das zu erleben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das merkt man in der Therapie immer. Wenn Menschen an dem Punkt sind, dann kann man mit denen sofort therapeutisch arbeiten. Da ist der Boden sozusagen bereitet für die Veränderung. Da ist zwar auch noch Angst, aber da ist viel weniger Widerstand. Da ist viel weniger Kampf dagegen. So, und dann kommt jetzt die nächste Stufe, das ist Transforming Ideas. Das heißt, jetzt fangen wir an, uns Gedanken zu machen. Was könnte man denn tun? Wir trösten uns vielleicht auch gedanklich. Wir schaffen wieder ein Stückchen Hoffnung und sagen, ach na ja, das kann ja schon werden, ich muss mich nur anstrengen und habe Ideen, habe Gedanken, wie ich aus diesem Ganzen rauskommen kann. Aber wie wir sehen, kommen immer wieder Hindernisse. Das heißt, wir werden auch immer wieder zurückfallen. Wir kommen wieder in so ein Stadium, wo wir sagen, oh nee, danke, das ist mir alles viel zu anstrengend, das will ich nicht, ich mache da nicht mehr mit. Und dann geht es wieder. Also diese Phasen sind ja nie nur eindeutig und wir gehen sie durch, sondern sie wechseln immer wieder. Und dennoch kommen wir hier auf eine neue Stufe. Wir kommen auf eine neue Stufe, weil wir uns überlegen, wie kann denn das Leben aussehen? Was gäbe es denn für Möglichkeiten, die ich vielleicht bis jetzt noch gar nicht genutzt habe? Also lösende Gedanken und auch das Akzeptieren der Situation. Da fangen wir an, es wirklich zu akzeptieren. Und ich habe das auch vor ein paar Tagen von einer Klientin gehört, deren Bruder eine sehr schwere Erkrankung hat. Und wo sie am Anfang Angst hatte, dass er eventuell diese Krankheit nicht überleben wird und sich ganz stark dagegen auch gewehrt hat, dass er so krank ist. Und jetzt allmählich, nach 4 Jahren, wird deutlich, dass er es wahrscheinlich nicht überleben wird. Und sie hat das letzte Mal gesagt,
dass sie angefangen hat, das zu akzeptieren und sie merkt, was für eine Schwere von ihr runterfällt. Es ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft, es ist ganz viel Verzweiflung dabei, aber diese Kraft, die wir aufwenden, im Nicht-Akzeptieren wollen, die ist unglaublich. Weil wir müssen uns ja gegen etwas wehren, was passiert. Und dann irgendwann zu sagen, ich nehme es hin, ich nehme die Zitrone, ich nehme sie und sage, ja, die ist da. Das spart Kraft, die dann in die Veränderung, in die Auseinandersetzung mit dem Schicksal fließen kann. So, und dann machen wir uns immer weiter auf den Weg bis zur sogenannten Integration. Da versuchen wir wirklich, das Neue in unser Leben hineinzubringen. Wir haben ein neues Verhalten gelernt. Wir sind vielleicht auch innerlich ein bisschen gewachsen. Wir haben uns mit unseren Traumata, mit unseren wunden Punkten auseinandergesetzt. Wir haben neue Perspektiven entwickelt. Wir haben vielleicht schönen Zitronensaft gebastelt und sind dabei, immer weiter aufzusteigen. Und interessant, schauen Sie mal auf die Hände. Hier sind die Hände noch beide nach vorne zum Abstützen. Und hier hält er sich nur noch mit einer Hand und hier oben ist er sozusagen fast schon durch. Und die Position, der neue Status quo, das ist ein anderer als hier. Der steht woanders, auf einer anderen Ebene. Und das ist sozusagen das Symbol dafür, dass wenn wir durch diesen Prozess durchgehen, dass wir wirklich woanders landen, als wir vorher waren. Wir kriegen einen neuen Boden, vielleicht sogar einen anderen Boden. Vielleicht ist er nicht mehr ganz so stabil, aber vielleicht ist er auch viel stabiler. Zumindest kriegen wir etwas, was anders ist. Und spannend ist ja, er guckt jetzt darüber, das sehen Sie nicht, weil das zu unscharf ist. Der schaut nicht dahin, sondern der schaut zurück. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. In der Rückschau zu sehen, Mensch, was habe ich da geschafft? Das ist eines, das stärkt das Selbstwertgefühl, kräftigt uns. Sondern, oh, das habe ich durchgestanden, super. Und dann eben auch diese Frage nach, was hat es mir gebracht? Was ist der Sinn? Was ist das, was ich dadurch für mich sozusagen gewonnen habe an neuen Ideen, an neuen Kräften, an einer neuen Position. Und dazu muss man auch zurückgucken und vor allen Dingen das Selbstlob, das darf nicht fehlen, zu sagen, habe ich gut gemacht. Weil das stärkt uns für die nächste Veränderung. Dass wir sagen, ich habe es schon mal geschafft, ich habe es schon mal durchgetragen, ich fand mich da wirklich sehr kreativ und bin nicht stecken geblieben, sondern bin durchgegangen. Und das hilft fürs nächste Mal. Wir müssen natürlich sehen, dass, oder die positiven Folgen, sagen wir mal, vom Durchgehen, sind auch, dass sie uns aus unserer Gleichgültigkeit rausreißen. Also wir, wenn wir sozusagen in einer Situation leben, wo immer alles gleich ist, dann haben wir so eine eingetretenen Pfade. Und irgendwann werden wir auch ein Stückchen gleichgültiger. Und das reißt uns raus. Was wir brauchen, um diesen Veränderungsprozess durchzustehen, ist, dass wir uns aufs Leben einlassen müssen. Aufs Leben einlassen heißt, ich lasse mich auch auf die ganzen Widrigkeiten des Lebens ein. Auf die ganzen Schwierigkeiten, auf die ganzen Balken, auf die ganzen unsicheren Podeste, die wir auch immer wieder geboten werden. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir sagen, nein, ich bleibe lieber in meinem, dann lassen wir uns auch nur zum Teil aufs Leben ein. Leben ist lebensgefährlich. Es endet mit dem Tod. Und ich kann entweder sagen, ich gehe rein ins Leben und ich mache meine Erfahrungen oder aber ich lebe auf Sparflamme. Aber Veränderungen zu akzeptieren, heißt auch, sich aufs Leben einzulassen. Und Max Frisch hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, eine Krise zum Beispiel durch Umbrüche, durch Veränderung, kann ein produktiver Zustand sein,
Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das heißt, die Katastrophe, die da ist, nicht noch erhöhen, sondern zu sagen, ich nehme die Katastrophe als Herausforderung. Also den Beigeschmack der Katastrophe müssen wir nehmen. Jetzt kriegen Sie Ihren Stock wieder zurück. Dankeschön. Und was uns helfen kann bei dem Ganzen, ist das, was wir Weisheitstherapie nennen. Weisheitstherapie ist letztendlich auch keine andere Therapieform, aber da geht es darum zu gucken, was ist weises Verhalten? Gekränkt sein und in der Kränkungswut und in der Kränkungsdepression zu bleiben, ist nicht weise. Das ist selbstzerstörerisch und fremdzerstörerisch, weil ich den anderen nicht sehe, wie er ist und mich auch nicht lasse. Und Weisheit heißt, dass ich sozusagen in Kontakt mit mir und meiner Umwelt handle. Und die Weisheitstherapie, mal gucken, ob ich die hier drin habe. Ach, hier, das ist auch schön. Aus der philosophischen Weisheitsperspektive besteht weises Verhalten oft darin, sich in widrige Gegebenheiten zu fügen, Unveränderliches zu akzeptieren und zu ertragen. Also, sich in widrige Gegebenheiten zu fügen und Unveränderliches zu akzeptieren. Das ist weise, auch wenn sich's nicht schön anfühlt. Weil wer will schon sich in widrige Gegebenheiten einfügen? Nichtsdestotrotz ist es ein weises Verhalten. Und jetzt sind wir hier bei der Weisheitstherapie. Sie beginnt mit Selbstverantwortung. Ich habe vorhin schon einiges darüber gesagt. Veränderung beginnt bei uns. Die Auseinandersetzung mit Veränderung beginnt bei uns. Wandlungsfähigkeit beginnt bei uns. Nur wir können uns wandeln. Wir können nichts anderes wandeln. Auch wenn wir immer glauben, wir könnten andere verändern, können wir nicht. Wir können nur bei uns anfangen. Das heißt, wenn wir sozusagen die Selbstverantwortung uns auf die Stirn schreiben, dann heißt es, ich werde mein Verhalten daran anpassen, was für mich gut und richtig ist und was mich weiterbringt. Und ich werde nicht das, was mir nicht liegt, im anderen bekämpfen, sondern ich werde das, was mir nicht liegt, selber zum Thema machen. Wichtig ist ja bei Veränderung, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ist der Kontrollverlust. Wenn wir in Situationen kommen, wo wir mit Veränderungen konfrontiert sind, dann haben wir keine Kontrolle mehr über die Situation. Und Kontrolle heißt, Einfluss zu nehmen und zu bewirken. Und Selbstverantwortung bringt uns wieder Kontrolle, weil wir das Thema, das Problem, das Leben in unsere Hand nehmen und sagen, ich werde das für mich lösen. Natürlich mit Hilfe und Unterstützung von anderen. Aber Selbstverantwortung ist eigentlich die beste Form, die Kontrolle über das eigene Leben wieder zu gewinnen. Statt zu sagen, du musst dich verändern, damit es mir gut geht. Und das ist auch so spannend, gerade im Moment in Amerika zu sehen, ne? Als würde das Einreiseverbot von Muslimen irgendetwas verändern, außer dass es Destruktivität schafft. Ist doch unglaublich. Ich muss mich da auseinandersetzen mit der Gefahr in einer Gesellschaft, klar, aber die muss ich anders machen, als dass ich sage, die sind schuld und die müssen draußen bleiben. Das ist genau das nicht weise Verhalten. Gut, das zweite ist emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz bedeutet, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen, benennen können und im Kontakt so ausdrücken können, dass die Beziehung erhalten bleibt. Sehr häufig lernen wir ja im Laufe unseres Lebens bestimmte Gefühle gar nicht mehr zu fühlen, weil die einfach verboten waren in der Familie, ne? Also die, weiß ich was, statt ärgerlich zu werden, zu weinen oder sowas, ne? Oder umgekehrt. Und emotionale Intelligenz bedeutet, ich lerne wieder meine Gefühle fühlen
und schau, was ist denn an Emotionalität in mir? Nur wenn ich die kenne, kann ich sie auch so ausdrücken, dass sie förderlich sind im Kontakt und nicht hinderlich. Und wenn ich emotional intelligent bin, dann schaffe ich es auch, Empathie zu entwickeln. Empathie heißt Einfühlung in mein Gegenüber. Dass ich fähig bin, mich in die Position des anderen hineinzuversetzen, um mir vorzustellen, wie es dem geht. Zum Beispiel Gewalttäter. Heute ist ja jemand angeklagt worden, der eine Frau in der U-Bahn die Treppe runtergestoßen hat in Berlin. Das war vor einiger Zeit, vielleicht haben Sie es auch gehört. Wenn ich so eine Tat begehe, kann ich nicht empathisch sein. Also jeder Täter, der einem anderen etwas antut, hat keine Empathie, weil sonst würde er spüren oder vorwegnehmen können, wie schlimm das ist, was ich da tue. Ja? Und Resozialisierung heißt, diesen Menschen sowas wieder beizubringen, dass sie sich in das Opfer hineinversetzen können und spüren, was diese Tat im anderen ausgelöst hat. Das dritte sind kognitive Überlegungen, das heißt Lösungswege finden und Weisheitsaphorismen. Da sage ich was dazu. Aber zuerst Epiktet, ist wieder so ein wunderbarer Philosoph. Der hat gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Das heißt, nehmen wir wieder die Zitrone. Die Zitrone ist nicht das Problem. Die Zitrone ist das Problem, wenn ich sage, Zitronen sind ja furchtbar und bitter und sauer und boah. Das heißt, die Vorstellung von dem, was wir haben, ist oftmals das größere Problem als das, was ist. Nehmen wir das Beispiel mit meinem Job. Die Vorstellung, oh Gott, was passiert jetzt mit mir, wo ich den Traum nicht mehr habe, ist sehr viel schlimmer als die Realität, wo ich handeln kann. Und das ist so wichtig, wenn wir wandlungsfähig sein wollen, ist uns nicht in diesen Gedanken zu verhängen, sondern wirklich zu schauen, was kann ich an konstruktiven Gedanken entwickeln, an Lösungswegen, die mich rausbringen. Und da gilt es natürlich auch, hoffnungsvolle Gedanken zu entwickeln. Also das sind die sogenannten Weisheitsaphorismen. Und da hat ja jeder von uns was drauf, ne? Sowas wie, ich habe bisher immer eine Lösung gefunden. Das wird schon weitergehen. Wer weiß, wozu es gut ist. Diese Dinge, die wir so mitkriegen im Leben. Und das ist nicht nur so ich sage jetzt mal, doofes Geschwätz, sondern die haben eine Wirkung, weil die uns unterstützen in dem positiven Blick auf die Veränderung hin. Und was auch noch wichtig ist, ist dieser Rückschau, die Erinnerung, was habe ich schon alles in meinem Leben an Veränderungen gut durchgestanden. Da kann man mal seine ganzen Umzüge zum Beispiel sich anschauen. Ne? Wo habe ich gewohnt? Wie bin ich umgezogen? Wie habe ich das alles gemacht? Und wir haben es gemanagt. Das hilft sehr. Und fördert auch das, was jetzt kommt, die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein wesentlicher Teil des Selbstwertgefühls und heißt, ich vertraue auf meine Wirkung, ich vertraue auf meine Leistung, auf meine Fähigkeit. Ich vertraue darauf, dass wenn ich mir Mühe gebe, ich zu einem positiven Ergebnis kommen kann. Selbstwirksamkeit ist eine Haltung, die ich mir und meiner Leistung gegenüber habe. Wenn ich sage, ach, das kann ich ja sowieso nicht und wenn ich das anpacke, dann wird es nichts. Dann wird es auch nichts. Das heißt, Selbstwirksamkeit heißt, ich versuche es. Wenn es gelingt, ist wunderbar. Ich kann auch scheitern, das gehört zum Leben dazu. Aber ich kann meine Kraft einsetzen und es ist sinnvoll, diese Kraft einzusetzen. Das ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, an die Machbarkeit zu glauben. Und es könnte sein, dass der Glaube an die Machbarkeit fast wichtiger ist als die Machbarkeit. Dass wir sagen, ja, ich mache das, ich packe das jetzt an. Und dann werden wir gucken, was bei rauskommt.
Ich hatte mal eine Klientin, die war hochintelligent. Ja? Also ich weiß nicht, was die für ein IQ hatte, aber der war wirklich exzeptionell. Und die hatte null Selbstwirksamkeit. Null. Das heißt, sie hatte vor jeder Prüfung eine wahnsinnige Angst, dass sie fast jede Prüfung eigentlich schmeißen wollte. Und meine Aufgabe darin bestand, sie zu unterstützen. Dann habe ich gesagt, schau doch mal zurück, die ganzen Prüfungen, die hast du ja immer alle mit 1 geschrieben. Das ist doch ein Fundus. Und dann sagt sie, nee, es könnte ja diesmal schief gehen. Oh ja, habe ich gesagt, es könnte. Also wo sozusagen die null Vertrauen in ihre Kompetenz da war, hatte mit ihrer Geschichte zu tun. Und es war wirklich auffällig. Und das heißt, Selbstwirksamkeit hat nichts mit Intelligenz oder mit Studium oder mit Professur zu tun, überhaupt nicht, sondern das ist eine Haltung uns gegenüber. Das ist dieses Vertrauen in uns, in unsere Kraft. Das nächste ist Problembewältigung, das heißt Resilienz. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, dieses Zauberwort, Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist eine Kraft, die es uns möglich macht, einigermaßen unbescholten zu bleiben, auch wenn es ganz, ganz schwierig ist. Auch wenn die Situation verletzend ist und übel ist. Es ist eine innere Kraft, die manche Menschen mehr besitzen als andere. Ob sie nur angeboren ist, weiß man nicht. Ich glaube, dass es darum nicht geht, sondern dass es wirklich darum geht, durch die eigene Erfahrung zu lernen, was ich kann an Kraft. Das ist fast so wie Selbstwirksamkeit, ist Resilienz auch diese Einstellung zum Leben. Es gibt ja Leute, die sagen, das Glas ist halb voll und manche sagen, das Glas ist halb leer. So, wer ist resilienter? Der Halbvolle. Das heißt, auch wiederum diese Einstellung zu mir, zur Zitrone, zu meinem Leben, die eigenen Ressourcen nutzen zu können. Das vorletzte ist der Perspektivenwechsel, das habe ich schon gesagt. Perspektivenwechsel heißt, ich sehe nicht die Zitrone, sondern das, was ich mit ihr machen kann. Ich schaue das Problem aus einem anderen Blickwinkel an. Man kann das auch ganz, ganz aktiv machen. Ich kann das Problem, was ich da habe durch die Veränderung, das kann ich als Symbol mir vorgestellt irgendwo in den Raum stellen. Und dann gehe ich drumherum und dann gucke ich es mir von allen Seiten aus an. Und dann werden wir möglicherweise Plätze finden, wo es auf einmal gar nicht mehr so schlimm aussieht. Ich kann auch ein Symbol hinstellen. Aber es heißt, wirklich mal sich in verschiedene Positionen hineindenken, und dann zu sehen, welche Position hilft mir am meisten. Man kann auch einen Rollentausch machen. Man kann das Problem selber werden. Oder wenn man das Problem mit jemand anderen hat, dann kann man mal der andere werden. Und mal so tun, als wenn ich der andere wäre und mal hinspüren, wie geht es eigentlich dem anderen. Und sie werden interessante Sachen erleben. Das ist wirklich spannend. Also gerade bei Menschen, vor denen wir Angst haben. Das ist ganz häufig so, wenn wir uns in die Position von diesem Menschen setzen, dann merken wir, dass der Angst vor uns hat. Das verändert ganz, ganz viel. Muss nicht so sein, aber kann sein. So, und das allerletzte ist die Sinnfindung. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Veränderungen nicht sinnlos sind. Leben ist überhaupt nicht sinnlos, aber die Frage nach dem Lebenssinn ist eine ganz, ganz tiefe, die wir uns immer wieder stellen. Wir brauchen immer wieder neue Antworten. Nichtsdestotrotz geht es, glaube ich, darum, auch Kränkungen zu überwinden durch Sinn. Wenn ich mir wirklich überlege, was ist denn der Sinn, dass ich hier bin? Ganz sicherlich nicht der, dass ich verbittere und dass ich in einer Kränkung festhalte. Das ist ganz sicher nicht der Sinn. Sondern der Sinn kann sein, dass ich es schaffe, mit meinen Menschen in meiner Umgebung wirklich gut umzugehen und einen Platz hier in dieser Welt mir schaffen kann. Es kann ein Sinn sein. Und wenn wir gekränkt sind, dann verlieren wir diesen Sinn, weil wir trennen uns. Wir trennen uns von uns und wir trennen uns vom Leben. Und in dem Moment, wo wir uns trennen, haben wir sind nicht mehr ganz. Und Sinn entsteht auch dadurch.
Wenn man mal zum Beispiel überlegt, wie werden Menschen oder wo, in welchen Situationen haben die Menschen das Gefühl, sie sind ganz bei sich. Das kann Meditation sein, das kann, sehr häufig ist es Natur, dass die Menschen sagen, ja, ich gehe in die Natur und dann komme ich mir ganz nah. Und dann erleben wir auch was anderes. Dann haben wir plötzlich das Gefühl, ja, es stimmt, irgendwas stimmt hier. Ja? Ich bin mit mir, bei mir. Und das geht in diese Richtung. Das ist eine Basis von Sinn spüren. Und die Kränkung, die bringt uns eigentlich genau dahin, wo der Sinn nicht mehr ist, sondern in diese tiefe Wunde in uns, wo wir nicht mehr bei uns sind, weil es einfach zu sehr wehtut. Und die Sinnfindung ist sicherlich eine Art und Weise, mit Veränderungen umzugehen, die uns sehr stärkt. Wir haben ein Vorbild, das ist Frankl, der im Konzentrationslager war und der bei allem, was er dort erlebt hat, folgenden Satz gesagt hat oder folgende Sätze gesagt hat. Es gilt, selbst in schwersten Umständen einen Sinn zu finden. Frankl war stets berührt von den kleinsten positiven Erfahrungen und wertete diese als Beweis dafür, dass man dem Menschen alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen einzustellen. So oder so. Also, alles kann man uns nehmen, nur nicht die Freiheit, uns auf die gegebenen Verhältnisse einzustellen, wie sie sind. So oder so. Und es gab ein so oder so. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der uns weiterhilft, dass wir sagen, diese Freiheit, die nimmt mir niemand, auch wenn es noch so schwierig ist, die behalte ich für mich und werde sie sozusagen als Pflanze in mir gedeihen lassen und sagen, die Freiheit, mich einzustellen auf das, was jetzt ist, um meine Kraft zu aktivieren, die lasse ich mir nicht nehmen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.